Also ich hatte 1981 den nationalen Chansonwettbewerb in der DDR gewonnen und für hervorragende künstlerische Gesamtleistung. Dann habe ich 1984 angefangen zu schreiben und die Tabuthemen auf die Bühne gebracht, worüber von den Künstlern in der Regel nicht gesprochen wurde, weil sie dann ihre Privilegien eingebüßt hätten, ihre guten Honorare, ihre Westreisen und dergleichen. Aber ich dachte, das wäre sinnvoll, wenn man in der Gesellschaft über diese Dinge redet, die nicht stimmen. Naja, weil mir halt aufgefallen ist, woran es hapert in dem Land, also was die Mängel sind. Also wenn die Menschen nicht reisen dürfen, wenn sie jung sind, dann werden sie bitter. Wenn sie ihre Meinung nicht sagen können, dann werden sie mit einer Doppelmoral, statten sie sich aus, was ja nun nicht gerade zur Ehrlichkeit beiträgt und zur Entwicklung einer guten Persönlichkeit. Ne? Wenn die Passagiere sich ermattet fühlen, muss die Tanzkapelle das alte Thema spielen. Um Mitternacht kracht es furchtbar laut, ein Berg dringt durch die Außenhaut. Zum Beispiel eben diese Unmöglichkeit zu reisen oder die Gleichrichtung der Presse, die Meinungsgleichrichtung, die Vorherrschaft der Bonzen, dass sie ihre Macht missbraucht haben und all diese Dinge, die dem DDR-Bürger gestunken haben, die Militarisierung im Kindergarten, naja, und diese Ideologie, mit der man überall belästigt wurde, und dass eben der Mensch in seiner freien Verwirklichung gehindert wird durch eine Diktatur. Und wir wollten nicht in den Westen gehen, weil wir in dem Land, wo wir gelebt haben, die Verhältnisse verbessern wollten und sind dann in Kirchen aufgetreten, und das war für DDR-Verhältnisse sehr ungewöhnlich, dass jemand, der verboten wurde, sich nicht verbieten lässt, sondern trotzdem einen Raum sucht, in dem er vor Leuten stehen kann und singen kann. Und da sind sehr viele Menschen zu mir gekommen, weil sie sich durch mich vertreten fühlten in ihrer Meinung, die sie öffentlich eben nicht sagen durften. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass nach jahrelanger Stasi-Bespitzelung und Repression ich dann verhaftet wurde. Meine Frau wurde dann auch verhaftet und wir wurden in den Westen abgeschoben. Heute stehen die Türen offen, heute ist ein schönes Licht. Lass uns heute Hochzeit feiern, heute erkennst du mein Gesicht. Morgen bin ich schon ein anderer, mich verwandelt jeder Tag. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Als ich ankam in der Bundesrepublik, war das für mich natürlich erstmal ein riesengroßes Medienspektakel. Also ich war Spiegeltitel, New York Times erste Seite, Tagesschau und heute über 14 Tage, weil da gerade nicht viel los war in diesem Winter 88. Und da musste ich sozusagen das Medienwinterloch füllen. Naja, und dann habe ich mir erstmal die Welt angeguckt. Also habe eine Reise gemacht, habe in Kanada gespielt zu einem großen Open-Air-Festival. Dann bin ich durch Westeuropa gereist, auf dem Atlantik segeln gewesen mit einem guten Freund. Und das waren eben so Sachen, die ich nachholen wollte. Da war ich auch schon 33, als ich das erste Mal das Mittelmeer oder den Atlantik gesehen habe. Ich hatte die Wahl zwischen Ausreise in den Westen und 12 Jahren Gefängnis, nur weil ich Lieder gesungen habe. Das soll ein Rechtsstaat sein. Wie viele Leute sind verurteilt worden von Gerichten zu hohen Haftstrafen, die im Gefängnis gequält worden sind. Und da hat die Juristerei sozusagen die Steigbügel gehalten. Das soll ein Rechtsstaat sein. Es wird so viel vergessen in den 30 Jahren ist so viel vergessen worden, was überhaupt überwunden worden ist durch den Fall der Mauer, nämlich eine Diktatur, die auf den Menschen, auf der Seele des Menschen rumgetrampelt hat und da keine Rücksicht drauf genommen hat.